Hallo und herzlich willkommen auf dem FEM-Kanal und zu unserem ersten Talk heute von Margot. Margot hat irgendwann mal angefangen bei Freifunk und ist dann irgendwann immer professioneller geworden und inzwischen beim C3-Infrastrukturteam angekommen, kümmert sich also jetzt genau gerade um die RC3 World und das Ganze, was es dahinter gibt. Aus genau dem Grund gibt es heute auch kein Q&A bei dem Talk, denn der Talk ist aufgezeichnet, Margot ist busy mit dem Betrieb. So, es geht um V6, IPv6 und zwar nicht wie sonst immer mit V4 zusammen, sondern Standalone, also quasi das, was der Traum eines jeden Netzwerkers unter 40 Jahren ist. Wird ein paar Erfahrungen weitergeben und Tipps, falls wir das auch alle mal machen wollen. Dann, and for the English speaking viewers, there will be a translation. To listen to it, select the, under language selection, select the first translated option to hear the English translation. Und jetzt viel Spaß beim Talk mit Margot. Ja, hallo, ich bin Margot. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem Talk. Legacy IP gibt's nicht mehr, aber kein Netz ist auch keine Lösung. Hier beim RC3 2021. Genau. Worum geht's bei meinem Talk heute? Wie betreibe ich ein richtiges Netz mit IPv6-Fokus oder, soweit es geht, IPv6-only? Ein bisschen meine Erfahrung, welche Probleme habe ich gefunden, welche Lösungen und natürlich auch ein bisschen Inspiration, was ihr für eure Netze, für eure Dienste mitnehmen könnt, damit vielleicht auch ihr dann in der Lage seid, IPv6-only zu sprechen, wenn ihr es noch nicht macht. Vorher, bevor wir loslegen, aber erstmal ein Disclaimer. In dem Talk und auch bei meinem Netz geht es um, ich sag mal, echtes Internet. Das heißt, wir haben einen AS, wir haben IP-Space, der BTP mit dem Rest des Internets spricht. Das Ganze ist kein Spielzeug. Betrieb eines AS ist deutlich mehr als einfach nur irgendwo eine virtuelle Maschine klicken und da einen Linux drauf zu installieren und einen Webserver hochzuziehen oder so. Also überlegt euch wirklich gut, ob ihr das könnt, ob ihr die Verantwortung tragen könnt. Und ja, ob ihr das auch braucht an der Stelle. Passt auf, dass ihr wisst, was er tut, weil wenn es erstmal nur um Üben und um Spielen mit BTP, mit Internet, mit Routing geht, gibt es zum Beispiel das DN42, das ist ein virtuelles Overlay-Netz und das ist dafür sehr gut geeignet. Aber das sollte man nicht direkt produktiv im Internet tun. Genau. Dann, nachdem der Formalkram geklärt ist, machen wir weiter mit der Terminologie. Ich werde in dem Talk ein paar Begriffe häufig nutzen, nämlich IP meint, oder richtiges IP meint natürlich IPv6, das moderne, die 128-Bit-Variante. Und wenn ich von Legacy IP spreche, meine ich damit IPv4, also die alte 32-Bit-Variante. Genau. Aber wie hat das Ganze ja eigentlich angefangen? Irgendwann in 2020 habe ich mir gedacht, so Infrastruktur betreibe ich eigentlich schon lang genug, also mehrere Jahre, dass DN42 und auch bei anderen Möglichkeiten, Routing etc. Auch schon einiges an Erfahrung gesammelt. Es hat sich ein ganzer Zoo an Diensten angesammelt, der eh mal einen ordentlichen Neubau brauchte. Von daher, so langsam lohnt sich eigentlich ein richtiges Netzwerk, oder? Was brauche ich denn für ein richtiges Netzwerk? Ich brauche erstmal ein autonomes System. Das kann ich, wenn ich nicht selbst Drive-Mitglied werde, von einem Sponsoring-Layer bekommen. Ich brauche Konnektivität. Also irgendwie muss ich ja meine IP-Adressen meines autonomen Systems ins Internet bringen. Da gibt es virtuelle Maschinen mit ISP, also Internet Exchange Points, Anbindung. Es gibt virtuelle Maschinen mit BGP Upstream. Also auch das ist nicht das Problem. Zuletzt brauche ich natürlich vom Netz noch IP-Adressen. Richtiges IP, also IPv6, auch kein Problem, gibt es zuhauf. Von VIPE bekommt man einen /48 PI-Netz, also Provider Independent. Das ist an einen selbst oder an die Organisation gebunden, aber nicht an den Provider, der jemandem das bereitstellt. Genau. Und also V6-Adressen haben wir. Legacy-IP-Adressen oder auch IPv4-Adressen genannt. Jetzt wird es langsam interessanter, gibt es nämlich nicht mehr. Wenn man mal auf die Seite der VIPE guckt, wie die VIPE-Mitglieder auf neue IPv4-Adressen warten, sieht man, der Graph, die Warteliste steigt stetig an
Und ja, vermutlich hat es heute einen neuen Höchststand, wie gestern, wie vorgestern, wie letzte Woche, etc. Und auch der Gebrauchtmarkt, nenne ich es mal, für IPv4-Adressen ist jetzt nicht gerade so doll. Da bezahlt man definitiv einen zweistelligen Betrag in mittlerer Größe für eine IPv4-Adresse. Natürlich auch je nach Präfixgröße etc. Aber IPv4 ist eigentlich für so ein privates Best-Effort-Projekt allein aus finanzieller Sicht schon keine wirkliche Lösung mehr. Was machen wir also? Einfach nur IPv6, weil IPv6 haben wir ja. Ist kein Problem oder ist kein Problem, das zu bekommen. Machen wir IPv6 only. Als nächstes habe ich mir dann überlegt, was soll mein Netz eigentlich machen? Hab dann so eine kleine Liste an Diensten, die ich betreibe, die auch in dieses Netz dann umziehen wollen. Natürlich ein klassischer Webserver mit einem Blog dahinter. Eine Nextcloud, einen Hedgehog, also ein Pet-Server, über den übrigens gerade diese Präsentation hier läuft. Mail-Server, so kommen wir später noch zu. Und auch noch das eine oder andere, je nachdem, wie gerade Bedarf ist. Aber wenn man sich diese Liste anguckt, merkt man, das nutzen tatsächlich Menschen. Also, es ist nicht nur für mich, um es zu haben. Da greifen tatsächlich Menschen drauf zu und wollen vielleicht das ein oder andere Mal mit diesen Diensten interagieren. Was macht man jetzt aber, wenn die Nutzer der Dienste nur Legacy-IP haben? Wir haben ja eben gesagt, wir machen IPv6-Only-Netz. Kann man in mehreren Stufen lösen. Step 1, so mittelmäßig ernst gemeint, Awareness schaffen. Ihr seht hier diesen schönen Banner auf meinem Blog. Falls ihr es nicht lesen könnt, da steht drin, du besuchst diese Seite mit einem veralteten IPv4-Internetzugang. Möglicherweise treten in Zukunft Probleme mit der Erreichbarkeit und Performance auf. Bitte frage deinen Internetanbieter oder Netzwerkadministrator nach IPv6-Unterstützung. Was ist die Idee dahinter? Wenn das genug Leute machen, zu einem Marketingproblem, wenn ein Netz oder ein Provider kein IPv6 können, also kein RESA-IP anbieten, und damit wird sich das Problem lösen, weil dann hoffentlich mehr RESA-IP anbieten, etc. Das ist eine schöne Diskussion für Twitter, wenn ich ehrlich bin. Wie gesagt, ist nicht so ganz ernst gemeint, aber falls ihr das auch machen wollt, wie habe ich das Ding gemacht? Nginx hat eine Weiche drin, ob der Request per richtigem IP oder per Legacy-IP kam. Und wenn er herausfindet, dass der Request per Legacy-IP kam, ersetzt er den schließenden Body-Tag mit diesem Banner und natürlich einem schließenden Body-Tag. Aber in Summe ist eine nette Spielerei, hilft aber nicht, solange das nicht sehr, sehr viele Webseiten etc. machen. Naja, also Step 1, naja, braucht man also doch Legacy-IP überall? Nein, weil dafür gibt es Step 2, den Layer 4 Proxy. Und da ist die Idee, dass eine geringe Anzahl an Kisten doch noch eine Legacy-IP-Adresse bekommt. Bei mir heißen die Gateways, kann man nennen, wie man will. Genau, und auf diesen Kisten läuft dann ein Nginx und der verteilt quasi die Anfragen an die Legacy-IP-Adresse nach Port. Heißt, wenn eine Anfrage an TCP Port 80 kommt über Legacy-IP, weiß Nginx, schickt das an den und den Server mit richtigem IP etc. weiter. Nachteil ist dann natürlich, man braucht für jeden Dienst, der einen auf einem schon belegten Port was macht, eine neue IP-Adresse, eine neue Public-for-Fee-Adresse, weil sonst kann man es ja nicht mehr auseinandersortieren. Heißt natürlich besonders für HTTP und HTTPS, dass ich mir da ein zentrales Reverse Proxy Gateway gebaut habe, weil ich sonst viel zu viele Gateways brauche, um das auseinander zu sortieren. Ich habe da auch mal eine Beispiel-Config. Man sieht hier den Nginx Stream Block. Das ist nicht der Standard Nginx HTTP-Teil, sondern eben auf Layer 4, also TCP oder UDP. Man spezifiziert dann hier ein Upstream DNS-UDP-Backend in dem Beispiel, also hier geht es um DNS, ein Server, in dem Fall V6-Only natürlich, mit einem Port, wo das Ganze hingeschickt werden soll, und sagt dem Nginx dann hier, dass er bitte auf diese IP-Adresse UDP und Port hört. Das ist in dem Fall natürlich die Public V4 sollte das sein, die 10.1.2.3 ist einfach nur ein Exempel. Und das Ganze dann an das entsprechende Backend weiterleitet. Das Ganze gibt es hier drunter nochmal die TCP-Variante. Genau, also eigentlich auch kein Hexenwerk, das Ganze zu machen. Wie sieht das eigentlich aus? Interne Dienste, die
nicht von außen erreichbar sein sollen oder müssen, haben bei mir generell nur eine Public V6-Adresse. Das heißt, wenn wir beim DNS bleiben, ein Hidden Primary hat nur eine einzige V6-Adresse, das ist auch die drauf konfigurierte, darunter ist er erreichbar, aber braucht ja kein V4, wenn keine Endnutzer von V4, die nur V4 haben, von außen drauf zugreifen müssen. Nehmen wir mal ein Beispiel, den Secondary, der von Endnutzern erreichbar sein soll. Der Hostname und die IP, die die Kiste selbst hat, ist weiterhin V6 only, wie man hier im oberen Beispiel erkennen kann. Die Endnutzer kriegen dann aber einen anderen Hostnamen, hier zum Beispiel NS1 ExampleCom, und der geht für richtiges IP einmal direkt auf die konfigurierte Adresse, da hängt kein Gateway mehr dazwischen etc. Das ist natürlich direkte Ende-zu-Ende-Kommunikation. Genau. Und die V4-Adresse geht an dieses Nginx Extreme Gateway, was wir eben gesehen haben, was dann natürlich entsprechend konfiguriert sein muss, dass es auf Port 53 eingehende Anfragen entsprechend behandelt. So, das Thema, wie sprechen Endnutzer mit den Servern, ist jetzt gelöst. Wie sprechen aber jetzt die Server nach außen? Das Problem ist, manche Endpunkte haben kein richtiges IP. Da gibt es eine sehr, sehr bekannte Git-Webseite, die aktuell noch nicht per IPv6 only bedienbar ist oder erreichbar ist. Was macht man also? The same procedure as every time. Wenn man ein Netzwerkproblem hat, insbesondere ein Adressierungsproblem, macht man natürlich NAT. Diesmal nur nicht ganz so schlimm, wir machen nicht NAT 4.4, sondern wir machen NAT 6 vor. Das heißt, wir NATen im Prinzip Adressen zwischen dem IPv6-Adressraum und dem IPv4-Adressraum. Das Ganze will ich jetzt nicht im Detail erklären, das ist ein eigener Talk, da gibt es auch mehr als genug Infos und Literatur dazu, wie dieses NAT 6 vor eigentlich funktioniert. Zumindest wenn du im Telekom-Mobilfunknetz seid, ist die Chance, dass ihr das unwissentlich schon benutzt, tatsächlich relativ groß, weil meines Wissens macht ihr das Telekom dann per Default oder bietet das per Default an. Genau. Die Realisierung bei mir ist, ich habe diesen Common-Präfix, diesen V6-Präfix, wo der gesamte IPv4-Adressraum drin abgebildet werden kann. Dieser /96-Präfix wird im internen Netz von den 64-Gateways announced, um quasi den ja, Devices die Routen dahin anzubieten. Also per IGP. Genau. Und wenn eine IPv6-Only-Kiste jetzt auf eine IPv4-Only-Ressource im Internet zugreifen will, macht sie eine Anfrage an einen entsprechend konfigurierten DNS-Resolver, der genau eine Adresse in diesem Range hier zurückgibt. So Resolver gibt es haufenweise, kann man selbst hosten, Google hat da was, Cloudflare hat da was, also das ist auch alles ein gelöstes Problem. Einfach mal DNS64-Resolver googeln, da findet man was. Genau, also sind wir eigentlich fertig. Wir können von innen nach außen kommunizieren und von außen nach innen. Gucken wir uns die Übersicht nochmal an. Erstmal unten haben wir unser großes IPv6-Only-Netzwerk. Bei mir läuft es mit OSPF und IPGP. Wir haben den ganz normalen Edge-Router, der die Adressen ins Internet routet und umgekehrt. V6-End-User gehen direkt über diesen Edge-Router Ende zu Ende zu dem Dienst unten auf der rechten Seite. Oben sehen wir noch Legacy-End-User. Der muss den Umweg über unser TCP/UDP Legacy to V6 Proxy nehmen. Das ist die Nginx, ein Extreme Config, die man eben gesehen haben. Genau. Und auf der linken Seite nochmal zusammengefasst, das, was ich eben kurz erklärte, wie native V6-Only-Services mit Legacy-Only-Ressourcen kommunizieren, nämlich über ein NAT64-Gateway, was quasi auch an der Kante des IPv6-Only-Netzes steht. Und vorher mussten sie noch einen DNS64-Resolver natürlich fragen, um erstmal die Adresse zu bekommen. Wäre natürlich zu schön, wenn das Ganze out of the box funktioniert und man nicht den einen oder anderen problematischen Dienst an der Stelle hätte. Ja, womit hatte ich Probleme? Wie habe ich die gelöst? Mail ist an sich kompliziert, weil Reverse DNS etc., das muss alles passen, sonst werden E-Mails abgelehnt. Gleichzeitig ist E-Mail für mich ein sehr kritischer Dienst. Von daher habe ich einfach von Anfang an gesagt, der lebt nicht IPv6 only, der kriegt eine eigene V4 und oder läuft sogar ganz außerhalb. An der Stelle nochmal. Überlegt euch gut, ob ihr einen eigenen Mail-Server betreiben wollt. Wenn ihr das noch nicht macht, das ist administrativ nicht ganz einfach, wenn nicht sogar das Komplizierteste an der ganzen Geschichte hier, einen verfügbaren, funktionierenden Mail-Server zu betreiben.
ein weiteres Problem, was ich hatte, mit der netten Software Matrix Synapse, ein Home-Server für Matrix, also Instant Messaging. An sich läuft das Ding, V6 only. Es gibt da nur eine komische Library, die E-Mails verschickt, und die kann kein Happy Eyeballs. Das heißt, wenn die versucht, sich zu diesem SMTP-Server, der eine V4 und eine V6-Adresse hat, zu connecten, aber für Legacy, den über Legacy IP nicht erreichen kann, weil eine V6-Only-Kiste natürlich keine Default-Route für eine Legacy IP-Adresse hat, hört die einfach auf zu funktionieren. Also es gibt ein Timeout, die kann es nicht erreichen. Habe ich noch nicht gelöst, gibt ein GitHub-Issue dazu. Müsste man wahrscheinlich mal etwas viel Zeit rein investieren und dann ist auch das Thema gefixt. Aber aktuell ist es noch kaputt. Genau. Docker ist auch so ein Thema. Wenn man das entsprechend konfiguriert und die Zeit reinsteckt, läuft es dann per V6, per Default nicht so wirklich. Ist eher anstrengend, sich um Docker in V6 Only zu kümmern. Geht aber, wenn man will. Weniger doll ist das Ganze mit GitLab-Runnern. Ich habe mal versucht, einen GitLab-Run in dieses V6-Only-Netz zu stellen. Die Kommunikation zwischen Containern klappte dann irgendwie nicht, wenn man Docker in Docker gemacht hat und dann noch irgendwie Docker-Service-Containern brauchte. Eventuell muss ich das Ding auf V4-Only zurückbauen und dann irgendwie so einen CLAT dahinstellen. Also, ohne jetzt ins Detail zu gehen, alles ganz schrecklich. Es ist aktuell weiterhin kaputt. Genau, noch so ein Thema, wenn ich per HTTPS ins Heim will, aber das eben nicht über einen dünnen DNS machen will, sondern über einen direkt angebundenen, über VPN angebundenen, ja, Jump-Host nenne ich es mal, ist das ein bisschen kompliziert, je nachdem, wie man sein Netz aufbaut. Mein OpenVPN-Server steht im IPv6-Only-Teil, das funktioniert auch. Kam trotzdem nicht drumherum, ein Reverse-Proxy-Chaining, also quasi ein NAT für HTTP, zu bauen. Ist nicht schön, ginge bestimmt anders. Anders wäre es halt deutlich zeitaufwendiger. Genau, dann kommen wir mal zum letzten wichtigen Teil: Konnektivität, Routing und Administration. Das ist jetzt nicht mehr so stark auf IPv6-Only bezogen, eher generell. Ich habe zwei Standorte mit BGP-Konnektivität nach außen. Eine XP-VM in Frankfurt und einmal eine VM nur mit Transit. Transit für V6 ist relativ günstig. Gratis V6 Transit ist zumindest für so kleine Projekte auch verfügbar. Und dann habe ich noch weitere Projekte, weitere Standorte mit billigem Compute, also wo die ganze Rechenleistung steht, wo ich aber leider kein BGP habe, zum Beispiel Hetzner. Heißt, ich muss irgendwie zwischen diesen beiden Standorten kommunizieren können. Da musste ich mir, weil ich nichts Besseres habe, einen WireGuard, also ein VPN-Overlay bauen. WAN intern läuft da getrennt über Policy-Based Routing, IP-Rule is your friend, VRFs wären besser, um quasi die Sicht des eigenen Netzes und die Sicht des Hetzner-Netzes zu trennen. Es gibt da auf der WireGuard-Mailingliste eine Diskussion, die ist aktuell aber leider eher eingeschlafen. Also WireGuard kann dieses VRF noch nicht. Mit IP-Rule kriegt man das hin, das ist auch nicht so sonderlich großartig. Und es frisst natürlich MTU, also WireGuard. Genau, ihr wollt, wenn ihr sowas macht, strikte Firewall-Regeln haben, um Leaks zu unterbinden. Das heißt, ihr wollt nicht versehentlich aus eurem internen Netz Pakete mit eurer Source-IP an das Hetzner Default-Gateway senden. Das wäre uncool, weil Hetzner weiß ja nicht oder kennt ja euer AS nicht oder euer Netz nicht. Für Hetzner ist das ja ein externes Netz. Weil ihr da kein BGP-Upstream habt. Also da wirklich aufpassen, was ihr da baut, vorher verstehen und dann bauen. Genau, mein Routing mache ich mit BIR2 unter Linux, OSPF als Interior Gateway Protokoll, IBGP zwischen allen größeren Standorten. Ist im Wesentlichen Geschmackssache, wie man das baut. Da gibt es auch verschiedenste Möglichkeiten. Genau, weiterhin das Thema Administration. Benutzt Konfigurationsmanagement. Ich benutze SolarStack mit Ansible oder anderen Tools geht das garantiert auch. Nur das wächst so schnell an, da kriegt ihr dann in die BGP-Filter, in die BGP-Konfiguration, in die Firewall-Regeln keine Konsistenz mehr rein, wenn ihr das nicht, ich sag mal, systematisch ausrollt und per Config-Management sicherstellt, dass das System ja stabil und konsistent läuft. Genau, kommen wir zum langsam zum Ende. Was wäre noch cool für das Projekt? Weg von den IXP-VMs hin zum echten Blech, was da steht und Pakete routet oder auch Dienste hostet, ist natürlich aufwendiger und teurer, das mit echtem Blech zu machen. Wer ist eine Option für die Zukunft?
Genau, und echter Layer-2-Transport statt Overlay wäre natürlich auch cool, frisst mir dann nicht mehr die MTU weg und so weiter. Ist aber gerade was Standorte, Konnektivität etc. betrifft, nicht ganz trivial und auch nicht ganz billig. Sollte man definitiv machen, wenn das Netz produktiv wird, sagen wir es irgendwie ein Best-Effort-Bastelnetz ist oder Privatnetz ist, ist das so eigentlich in Ordnung. Fazit. Würde ich es nochmal machen? Definitiv. V6 only mit wenigen Legacy-IP-Adressen auf den Edges ist durchaus sinnvoll machbar. Kostentechnisch ist das eh schon interessant. Gerade Hetzner hat ja zu kurzem mir angekündigt, dass V4 zukünftig extra kosten wird oder es ohne V4 billiger wird. Also ja, das würde ich mir definitiv, mache ich definitiv weiter so und würde es auch in neuen Projekten so machen, dass ich V4 nur noch auf den Edges habe, auch im privaten Umfeld. Ihr habt ja gesehen, das ist nicht sonderlich kompliziert. Genau. Der Aufbau mit diesen IXP-VMs und Tunneln dazwischen ist okay für private Best-Effort-Services. Ihr hört schon, ich bin nicht so ganz überzeugt. Also es ist nicht für wirklich produktive Produktivnetze geeignet. Also nichts, was Geld verdient etc. Dafür Layer-2-Transport, ordentliche Peerings, ordentlicher Transit, ordentliche Hardware. Genau. Aber das ist ja hier an der Stelle auch nicht Ziel des Ganzen. Genau. Und damit bin ich am Ende. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Und wenn ihr Fragen habt, sendet gerne eine Mail an rc3@ipv6.shirt. Und dann sind wir wieder zurück hier. Vielen Dank an Margot für den Talk. Es gibt leider kein Q&A, weil Margot mit der C3-Infrastruktur beschäftigt ist. Aber wie ihr gesehen habt, könnt ihr eine Mail schreiben an die gerade eingeblendete E-Mail-Adresse. Hier auf dem FEM-Channel geht es jetzt gleich weiter um 19 Uhr mit der nächsten Herald News Show und um 20.15 Uhr mit Wotti zu Networks als Datenquelle für Netzwerkinfrastruktur. Bis dahin.